So, ich hatte kurz überlegt, ob ich das Abladen vom Wehrmeer mit den kurzen Rampen filme. Aber ihr seht es vielleicht hier an den schwarzen Schlitterspuren. Und Markus hat sich auch gerade amüsiert. Der hatte ja das Aufladen nicht gesehen. Der rutscht also die Rampen runter. Ne? Die Rampen sind zu steil. Ich brauche den nicht fahren. Ich brauche die nur auf die Rampen stellen. Da ist er eben, man sieht es auch an den Ketten vielleicht. Da ist er eben selber dann runtergeglitscht. Ich werde mir andere Rampen besorgen, längere Rampen. Und dann ist das schick, denke ich. Aber es ist eben eine gute Methode. Man kennt das aus Hamburg mit Hauke. Dann spart man sich eben einmal Anhängern. Also ich könnte jetzt Fräse und Fährmeer auf die Baustelle bringen. Und der Hacker eben hinterm Nissan. Und dann habe ich alle Maschinen auf Baustelle mit einmal fahren. Gut, das Abholen ist dann zweimal fahren, wenn der LKW voll gehäckselt ist und oder der Anhänger. Habe auch schon überlegt, ob ich mir einen langen Drehschemel-Deichsel-Anhänger hole, wo beide Maschinen drauf können. Problem ist 4 Tonnen Zuladung. Ne? 2 Tonnen Fräse, 2 Tonnen Wehrmeer plus Anhänger, bis hier im Rossen 6 Tonnen Anhänger oder so. Das darf wieder keiner ziehen. Ich habe hier keine Rockinger dran. Ist also alles Container-LKW. Ne? Container-Abroller-LKW, Container abrollen, bums, die Sachen drauf fahren, ein Krancontainer. Löst einen Haufen meiner Probleme. Sobald das finanziell machbar ist, werde ich diese Lösung präferieren. So, es ist nichts Besonderes. Wir roden im Prinzip alles, was da hinten auf dem Grundstück steht. Nageln wir um, mehr oder weniger. Und müssen mal gucken, wie wir das mit rausfahren machen. Also wir benutzen den Wehrmeer heute zum Zieren. Es ist so nass, es steht da hinten wirklich 10 cm hoch das Wasser unter der Grasnarbe oder auf der Grasnarbe. Man sieht es halt nur im Moment nicht, weil das Gras sehr hoch ist. Also alles umnageln wäre natürlich optimal, aber für einen Bagger mit Schneidgreifer hatte ich auch erst überlegt, den hier einzusetzen, aber aufgrund der Feuchtigkeit müsste das eben einer mit extrem breiten Ketten sein, weil man da schon fast nicht laufen kann. So eine Kette, die wir damals bei der Grundstücksrodung im Patersweg hatten, die Ufke sie mitgebracht hat, also der Jahrring mit dem Forstcutter dann, das wäre hier die optimale Maschine. Haben wir nicht, nützt nichts, müssen wir das Motor manuell machen. Lohnt sich aber nicht, das zu filmen, weil es ist eben Stumpfbäume unten absehen. Also mit dem Wehrmeer antüdeln, also Bäume antüdeln, mit dem Wehrmeer ziehen, knack, um. Und dann erstmal liegen lassen, aufräumen müssen wir im Frühjahr, wenn es trockener ist. Es ist, wie gesagt, Regen und Sturm. Kann ja keiner ahnen, dass so ein Kackvogelwetter ist. Also doch, eigentlich weiß man es, in der Saison haben wir immer Kackvogelwetter, aber heute ganz besonderes Kackvogelwetter. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, der Wetterbericht hatte heute eigentlich gesagt, es soll trocken bleiben. Wie ihr seht, schneit es draußen oder so Schneegriesel. Ich zirkel in Ruby von der Auffahrt runter. Ich habe die Fräse dahinter, bin mal wieder mit Ruby unterwegs, damit die überhaupt bewegt wird. Also ich denke, ich werde sie doch verkaufen, weil ich es einfach nicht schaffe, sie regelmäßig zu fahren. Sie sprang jetzt gerade auch ziemlich schlecht an, hat ja eine Woche im Carport gestanden. Und in den heutigen Autos steckt so viel Elektronik drin, die mitversorgt werden will, dass die einfach regelmäßig gefahren werden müssen, auch lange Strecken gefahren werden müssen, sonst funktionieren die einfach nicht mehr. Wie gesagt, Wetter ist für den Arsch. Die Jungs tun mir gerade leid, weil es ist eine Kletterbaustelle heute. Ich hoffe, dass die das überhaupt machen können. Und hier, wie gesagt, 2 Grad, Schneeregen. Ich fräsen, ist auch nicht schön bei dem Wetter, aber lässt sich wenigstens machen. Und mal schauen. Und sie ist halb leer, die Fernbedienung ist auch gerade am Laden, hier auf dem Beifahrersitz. Und eigentlich ist es zu schade, ne? Ruby ist für den Scheiß eigentlich zu schade. Zu wenig oder so wenig gefahren zu werden und eben nur rumzustehen und dafür ist sie eigentlich auch zu teuer. Mal gucken, ich werde von dem Geld vielleicht einen zweiten Sprinter, also einen Sprinter oder sowas besorgen, dass die Jungs ein vernünftiges, großes Auto haben. Eventuell einen Kastenwagen, weil da kann man das Kletterequipment besser drin lassen. Ich weiß es noch nicht. Im Moment halte ich mir alle Optionen offen. Aber wie gesagt, das Wetter ist echt beschissen gerade. Ihr seht das im Scheinwerferlicht, glaube ich. Ne? Die Straßenlaternen sind gerade ausgegangen. Jetzt kann man die Flocken richtig gut sehen. Es ist hier für ostfriesische Verhältnisse wirklich Pickepacke am Schneiden. Schneien, meine Scheibe hier ist schon weiß. Das ist krass, ne? Also das haben sie für heute nicht gemeldet. Sollte trocken und Sonne sein, ne? Wir haben weiß nicht wie viele Satelliten da oben in der Luft und wir sind nicht mal in der Lage, einen Tag vorher einen vernünftigen Wetterbericht rauszuhauen, ne?
Ist traurig, ist das. Ruby getankt, Fräse getankt. Für 1,49 finde ich völlig okay. Kann man das mal machen. Los geht's! Ab dafür arbeiten, Geld verdienen. Ja, wir sind ein bisschen später als geplant. Was doof ist, weil der Steffen bei mir vor der Tür steht, wie ihr seht. Der möchte nämlich mir die Treppe einbauen. Steffen und ich werden gleich Treppe bauen. Freut mich, dann habe ich endlich eine Treppe. Form. Dann kann ich endlich ins Büro. Schick, schick, schick. Wenn ihr eine vernünftige Figur geschnitzt haben wollt, das ist euer Mann. Damit man hier nicht mehr darüber vor. Ja, also batzt, ich, dass ich nicht steiler machen. Ja. Weil das ja, finde ich auch. Kann ich mir den Schnitt irgendwie noch sparen. Finde ich auch. Also, ganz, also ich denke, dass wir eher dann hier so rauskommen, so. In dem Winkel. Also das mal eben so hinstellen. Das, genau, lass sie mal hinstellen. Große Säge? Ja. 60 mm und die Säge geht nur bis 55, aber ich hab noch eine große. Okay. Genau, müssen wir hinterher nur beim Montieren drauf achten, dass wir den dann drehen, gegebenenfalls, dass die breite Seite nach innen kommt und die schmale Seite nach außen. So. Ja, die Richtung muss jetzt aber auch schon passen. Also muss der jetzt verkehrt schon drauf. Der muss jetzt so drauf. Ja, dass die beiden breiten Seiten aufeinander liegen. Die ist ja auch die breite Seite. Ja, genau. Aber der muss jetzt quasi so aufeinander liegen, weil dann kann man so zusammenklappen. Gut. Okay. Also, einmal. Vor allem die Finger dazwischen weg. Und die mal bündig legen. Moment, Moment, Moment. Wir müssen mal 3 cm hier. Ja. Ein bisschen haben sie gewichelt, aber ist nicht schlimm. Was? Also hier sieht es gut aus. Da sitzt ein Sackhaar, ne? Also. Ja. Ist ja. Das wird ja nicht meine Treppe. Du weißt, ein Zentimeter ist kein Maß. Ja, aber Holz mal schon. Ja. Also du merkst auf jeden Fall Trittstufe, Zentimeter mehr oder weniger. Ja gut, richtig, ja. Das ist richtig geklappt. So, dann stellen wir ihn wieder hoch an der Wand, wa? Genau, da. Ja. Da hat noch ein
einmal weiß da, mit der Wand brauchen wir nicht so aufpassen. Wir mehr Schaden machen als nötig. Mein Haus ist definitiv zu klein. Ja, für solche Arbeit auf jeden Fall. Können Sie das sonst da und da hinpacken? Mhm, genau. Dann können wir es auch mitnehmen, Meister. Wir müssen sowieso anpacken. Dann muss das eben. Dann muss ich mir die Fußsteine aufschlagen. Okay. Ja. Bündig auf, genau. Wir können ja hier noch gleich ein bisschen weiter rüber noch, dass wir ein bisschen in die Ecke reinkommen. Und dann. Guck mal so. Das wäre dann unser Winkel. Genau, das wäre. Super. Da hinten. Also wir kommen sowieso nicht ganz ran, weil wir hier mit dem Rahmen, also da hinten fallen wir natürlich auf. Mhm. Die Frage ist ja, man kann doch einfach in die Latte reingehen, aber da ist nicht viel Latte drin, ne? Nee. Relativ weit auseinander. Wir alle, genau, alle 50 oder so. Oh, ja, das ist ziemlich weit. Ja, alle 80. Nee, wieso? Also wir müssen die schon irgendwie hier. Ja. Schon vernünftig. Ja. Ja. Du, dann mach ich so, dann packen wir es jetzt runter. Mhm. Schleifen, damit wollen wir es anzeichnen? Nee, machen wir dann alles, ne? Was? Anzeichnen, Boden und den ganzen Kram haben wir dann. Aber wir haben jetzt einmal stehen, ne? Dann können wir es. Können wir uns einmal markieren, ne? Wir können es. Oder ich hole im Bohrraum, ja, schon mal die Löcher vor. Ja. Wo wir reingehen in die Wand. Ja. Also steht unten immer noch an? Ja. Steht unten noch an. Okay. Aber wir können nachher auch mit dem also wenn wir noch eine Schraube nachsetzen müssen, können wir auch mit dem Einschlagdübelsystem arbeiten, weil ich habe große Kellerkopfschrauben. Das heißt, wir können die Schraube so groß machen, dass der Dübel durchgeht bis Holz und trotzdem zieht er noch an. Ja. Ja. Also wenn wir nachher noch nachlegen wollen. Ja, wie wolltest du es denn angeordnet haben? Also ich würde sagen, immer mittig. Ja. Eine Schraube, dann sieht man auch nicht sofort eine. Ich würde eine hier irgendwo hinsetzen. Ja. Bis halt. Genau, eine hinterm Fenster, eine irgendwie dann oben über dem Fenster und dann irgendwie dann eine oben. Ja. Der Metaller, ne? Was hat er? 4? 4,2? Den kennt man aber, den Metaller. Hm? Der Holzbauer müsste das auf den Tisch legen, sich es gemütlich machen, genau. Am besten mit einem Kaffee oder so. Und dann, also in der Position könnte ich dir die Dinger nicht anzeichnen. Ja, mach mal. Ich hab da
sehr gut. So. Hast du jetzt schon einen neuen Mitarbeiter? Hast du schon einen neuen Mitarbeiter jetzt? Ja. Und wie läuft's? Bin ich sehr unzufrieden. Ja, super. Bin ich sehr unzufrieden. Guck mal. Ja, perfekt. Dann brauche ich nämlich nicht jeden messen, ja. Sondern kennst du bestimmt auch, ne? Schiebelehre. Ich glaube, bei den Tischlern hat man auch ein Reißmaß, ne? Da kann man dann so einen Dorn und dann kann man irgendwann ja. Lang. Geht aber nur mit der geraden Kante, weil der ist ja. Schwierig, außer du willst das so betreiben. Ja. Genau die richtige Schraube. Ja, also ein 12er habe ich da auch in der Länge. Guck mal her, können wir das zusammenkriegen, bevor wir da irgendwie so geschraubt haben. Hast du den Zollstock noch da? Ja, liegt da auf dem Boden neben dem Reißmaß. Guck mal, das passt ja wie Arsch auf einmal. Ah, wir müssen tatsächlich aufpassen, sonst sind wir in der Küche. Also ja, das passt aber. Wenn du jetzt guckst, also wir sind, ich sag mal, 6, 7 cm außerhalb. Hier sind wir. Ja. Gut. Da mache ich dann ein Stück Klebeband drum, dass wir die Tiefe begrenzen. Das muss dann ja mindestens da so ungefähr. Ja, ja. Ja. Dann mache ich da auf Hälfte eben, also mache ich Isolierband drum, dann weiß man. Besser ist nicht, dass du da noch genau. Ich meine, die Fliese wäre noch mal ein bisschen Widerstand. Oder du klopfst sie direkt los und die fällt in einem ab. Ja, auch gut. Ja, perfekt. Ja, kannst du mal reinballern. Ja. Und dann ist die Überlegung. Das ist so sympathischer. Ich habe gerade überlegt, ob man die Kanthölzchen jetzt schon draufsetzt. Mhm. Aber ich finde das schöner, wenn wir gleich einfach eine Leiste uns basteln, die wir immer als Tritthöhe dazwischen legen. Ja. Und dann packen wir die einfach immer oben drauf und machen wir das, wenn das Ding komplett steht. Ja. Ja. Das war wie ein Planer. Sehr gut. Sind das Colorado? Das sind so hier von Haribo, so Veggie-Dinger und der Rest ist Colorado, ja. Ja, ich habe schon geguckt, aber die Himbeere hat schon jemand rausgefuttert. Ja, ist meist auch echt immer nur irgendwie so. 203 Stück und die sind auch wirklich nur darin geil. Ja. Wenn du die einzelne Tüte kaufst, schmecken die nicht so gut. Genau, schmecken die nicht so gut. Ist echt merkwürdig, wo du denkst, so, ist doch eigentlich der gleiche Rotz, wieso schmeckt das anders? Ja, aber ich vermute, das ist, weil der andere Krempel bei Colorado da im Bein liegt. Ja, genau, dieses. Da hast du auch bei den Gummikirchen. Ich mag ja keine Lakritze. Aber Lakritze macht das schon mal ein bisschen besonders. Wie ist das mit Kabeln hier? Kabeln dürften eigentlich keinen liegen. Okay. Eigentlich. Merkt man gleich, wenn du. Genau, wenn wir gleich weiter. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht ausgeht. Also hier könnte tatsächlich was liegen. Ja, den brauchen wir, den bräuchten wir nicht so dringend. Und zwar Heizungsrohr, aber das werden wir rausfinden. Ja, warte mal, den bräuchten wir nicht so dringend. Doch, den nehmen wir. Ja? Okay. Ja, sonst ist der Spaßfaktor ja weg. Das ist tatsächlich. Tatsächlich die einzige Maschine, die ich noch von Makita habe. Was denn? Das ist tatsächlich die einzige Maschine, die ich noch von Makita habe. Die hat im ganzen Haus hier, die ganzen. Ja. Die hat schon weiß nicht wie viele 100.000 Dübel noch. Und will die einfach nicht verrecken, deswegen dann kaufe ich auch keine neue. Ja. So lange wie die hält die.
reinbekommen. Also ein bisschen kann ich die da noch reinschlagen, wenn wir die Schraube drauf haben, aber. Hast du noch ein kleines Kümmerchen da? Weil jetzt haben wir ja diesen beschissenen Platzbedarf nicht mehr. Ich heb dir die einfach an und schieb von hinten nach. Und ja, und soll ich sie dann festknüppen? Oder wollen wir sie aufhängen oder sollen wir auf die Leiter vertrauen? Nee, dann lass die Leiter wegmachen, weil wir müssen ja sowieso rein wegen den Pfosten. Lass sie wegmachen, lass sie hier aufhängen und dann oben anstellen. Ja, wolltest du die Kamera noch umstellen? Ja. So zwei Seiten und schrauben dann immer die fertige Stufe komplett mit dem Seitenteil an. Ja. Weil das ist nachher, du kommst ja an die letzte Schraube auch nicht mehr. Nee, du kommst nicht ran, ne? Du kommst nicht ran. Sehr gut. Also du montierst die vor, ich kürze ein. Ja. Hört sich nach Plan an. Sehr gut. So, hier. Da sitzt die olle Pusekatze. Pusekatze. Ich kürze jetzt die Stufen ein auf 50. Sonst geht die Treppe zu weit in den Raum, das wird uns zu blöd. Hier haben wir einmal das Maß angezeichnet. Sehe ich jetzt überall so ein Stück für weg. Kann man schön irgendwie noch was mitmachen. So ist der Plan. Der Plan ist gut. Dann habe ich da einen Exzenterschleifer stehen, damit breche ich die Kanten. Und dann wird das alles ganz schick. Hoffentlich. Hauptsache wir werden fertig, das ist mega.
versenken. Nimmst du quasi von den Stufen immer die schlechtere Seite, guckst auf die schlechtere Seite, dann nimmst du die Hölzchen und nimmst die Seite, wo die Löcher weiter auseinander sind. Geht darum, dass die Stufe sich nachher nicht aufschwingt oder so. Ja. So, dann legst du die bündig an, guckst, dass das hier einigermaßen gleichmäßig ist. Schraube rein, nochmal Finger vorhalten. Und dann Feuer. Und ruhig so ein bisschen versenken. Geht nochmal nach. Zack. Ja, sehr geil. Das ist alles. So, die Bitverlänge brauche ich, aber sonst komme ich unten nicht ran. Nee, alles klar. Gib dir aber den Bit. Sehr geil. Wie gesagt, immer die schlechtere Seite nach unten. Also nach oben. Die zeigt, die guckt dich quasi an. Genau. Im Wechsel aufgeschrieben, da 9, 10, ja, okay. 8, 7, 6, immer perfekt. Ein Stück, was ich raus, damit ich nämlich nicht durcheinander komme. Ja, das war jetzt Peter mir die ganzen Stufen voll. Hab zwar nicht so einen roten, buschigen Schwanz, aber ja, manchmal, du weißt, du darfst ruhig dumm sein, du musst dir nur zu helfen wissen. Ja, genau. Und darum habe ich das immer auf die Seite draufgeschrieben, die ich rausschneide. Ja. Dann habe ich die Stufennummer und weiß auch gleich, wo ich schneiden muss. Ich muss noch das Ziegelbeteil immer keinen. Bauernschleue nennt sich das. Ja, da habe ich tatsächlich mit Leuten zu tun, die denken, dass Bauernschleue sind, sind sie dann aber. Thema Sägeblatt. Ich stöpsel das hier mal ins Schlafzimmer ein, das Kabel dann. Ja. Hast du Strunzer? Ja, ist gut. Müsste passen von der Länge her. Ja, siehst du. Vielleicht einmal nochmal nachschleifen, die Dinger. Und dann, also so mit dem Exzenterschleifer. Ja. Und dann können wir die einbauen. Das ist jetzt Nummer 2. Also du hast jetzt 3 auf der Seite gemacht, ne? Guck mal. Wo ist 3 denn? Wo haben wir 3 stehen? Da oben vielleicht auf dem Staubsauger? Ne, das ist 11. 3 gibt es noch irgendwo. Das ist 4. 5 ist wieder so rum.
Ja, ihr Lieben, das war in aller Kurzform, so kurz es irgendwie ging, das Treppenbau-Video. Ich hätte gerne Musik drüber gelegt, ich weiß noch nicht, wie das geht. Außerdem ist das auch ganz oft so, dass die freie Musik nachträglich doch noch irgendwo verwendet wird und du dann nachträglich noch einen sogenannten Strike kriegst. Also, dass das Lied dann vom Urheber beansprucht wird und du es aus deinen Videos entfernen musst. Deshalb ist es immer besser, keine Musik zu haben, auch wenn es dadurch langweiliger wird. Ja, es war der Treppenbau. Viele von euch haben es sich gewünscht. Ja, wirklich viel habe ich gemerkt, konnte man so nicht sehen. Es ist immer schwierig zu arbeiten und gleichzeitig zu filmen. Aber ich glaube, ihr habt gesehen, dass wir eine wunderschöne Raumspartreppe dahin gezimmert haben. Funktioniert auch wirklich sehr gut. Ist aus Eiche, Bohlen, sieht auch noch schön aus. Oh, ich bin müde, es ist respektive schon wieder 11 Uhr. Am 24.01., also Weihnachten, ist genau ein Monat vorbei. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich schon wieder urlaubsreif. Wenn ihr uns auf Facebook verfolgt, werdet ihr gesehen haben, dass wir heute eine Kranfällung hatten mit einem LKW-Ladekran. Also sowas in der Art, wie ich mir gerne zulegen möchte. Ja, da werde ich aber noch ganz viel Bäume für fällen müssen, glaube ich, dass der mal überbleibt. Also, habt eine schöne Woche, genießt die Zeit, bleibt gesund. Wir sehen uns Sonntag dann wieder mit einem etwas interessanteren Video, aber wie gesagt, die Treppe war gewünscht, also wird geliefert.